Das S-Line-Tray. Ich erkläre hier mal kurz die Teile, die in dem Tray vorhanden sind. Also das S-Line-Tray, das hat die Längen 7, 8 oder das Implantat 7, 8,5, 10, 11,5, 13 und 15. Das sieht man hier genau auf der Sonde. Genauso kann man hier in der Kavität messen. Dann können wir hier nochmal, um den Bohrer zu überprüfen, welche Länge wir haben, das hier nochmal direkt anlegen. Und da, wo wir den ersten Rand haben, legen wir es an und sehen dann, das Ende des Bohrers ist 7. Wir haben hier den Pilotmarker. Alle Bohrer haben wir einmal kurz und einmal lang. Alle Bohrer gehen bis Länge 15. Als nächstes würden wir dann den 2,5 Tiefenbohrer benutzen. Dann je nach Option, ob Sie weichen oder harten Knochen haben, gehen Sie direkt auf den 3,25er oder auf den 3,75er. Gehen hier mal davon aus, dass Sie ein 4,1er Implantat setzen möchten, wäre das hier der letzte Bohrer, den Sie verwenden. Wenn Sie harten Knochen haben, dann können Sie optional noch den Gewindeschneider verwenden. Der Gewindeschneider hat keine direkte Aufnahme für das Winkelstück, weil man den auch in der Handfunktion bedienen kann. Das wären dann diese beiden Instrumente, einmal kurz, einmal lang. Das wird dann hier einfach eingesteckt und jetzt kann man das mit der Hand eindrehen oder aber auch mit der Ratsche. Die Ratsche wird hier oben in den Kopf eingesetzt, dass es einmal knackt und dann wird es langsam eingedreht, der Gewindeschneider. Möchten Sie das wieder rausdrehen, lösen Sie die Ratsche von dem Instrument, indem Sie einfach hier oben mit dem Finger drauf gehen, die Ratsche umdrehen, dann sehen Sie, dass es hier out steht und somit drehen Sie den Gewindeschneider wieder raus. Kurz noch zu der Ratsche. Wir haben die Ratsche, die geht in verschiedenen Newtonzentimeter einzustellen. Fängt bei 10 an, über 20, 30 und endlos. Auf der anderen Seite sehen Sie nochmal, haben wir 5er Schritte. Durch Drehen, entweder nach unten, verringern Sie die Newtonzentimeter, drehen Sie nach oben, erhöhen Sie die Newtonzentimeter. Wenn Sie den Gewindeschneider in das Winkelstück einsetzen möchten, dann käme dieses Instrument in Frage, setzen den auch wieder einfach drauf, setzen es in das Winkelstück und können dann eindrehen. Weiterhin optional haben wir den Countersink, den Sie dann nutzen, wenn Sie Kristall besonders harten Knochen haben. Hier hätten wir noch ein Instrument, das wäre eine Bohrerverlängerung und darüber sehen Sie Parallelpins, die Sie in den ersten Bohrungen verwenden können, die auch Markierungen haben, um eben um das auf dem Röntgenbild sichtbar zu machen. Das Implantat ist letztendlich in diesem Glasröhrchen. Da nehmen Sie einfach die Kunststoffkappe ab und nehmen dann wieder dieses Instrument, was Sie für den Gewindeschneider genutzt haben, entweder für die Hand oder für die Maschine. Ich wähle jetzt mal das Handinstrument. Sie drücken es einmal fest rein. Das Implantat hält, hat Friktion. Und dann wird das Implantat entweder mit der Hand oder wieder mit der Ratsche eingedreht. Ist das Implantat inseriert, nehmen Sie den Schraubendreher, um den Einbringpfosten zu lösen. Jetzt haben wir den Einbringpfosten gelöst. Das Implantat liegt jetzt an der Plattform frei. Die Verschlussschraube befindet sich hinten in dem Glasröhrchen und wieder brauchen wir jetzt den Sechskantschraubendreher. Nehmen die Verschlussschraube runter, die auch per Friktion, halten wir es mal so, per Friktion hält. Drehen die einfach einmal aufs Implantat und dann ist das Implantat verschlossen. Ja, das war's.